Von heute an gilt in Deutschland ein neues Staatsangehörigkeitsrecht. Die neuen Regeln sehen vor, dass Menschen schon nach 5 statt nach 8 Jahren einen Anspruch auf den deutschen Pass haben können. Voraussetzungen sind gute Arbeitsleistungen, Sprachkenntnisse und ehrenamtliches Engagement. Erlaubt wird auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Der Deutsche Landkreistag rechnet mit einer deutlichen Zunahme der Einbürgerungsanträge. 6 Monate warten Alexander Moog und sein Mann Jürgen Carbonell auf einen Termin für die Einbürgerung. Bisher vergeblich. Carbonell stammt von den Philippinen. Das Paar hat wochenlang auf allen Wegen versucht, das Ausländeramt in Köln zu erreichen. Und da hat sich einfach nichts getan, bis dann nach der 15. E-Mail eine automatische Antwort kam, dass es im Moment keine Termine gibt und man nicht nachfragen soll. Weil da einfach keine Kapazität da ist. Das Ausländeramt Köln wird erst ab September neue Termine vergeben. Die Zahl der Anträge auf die deutsche Staatsbürgerschaft ist in Köln deutlich angestiegen. 2023 waren es noch rund 3.800 Anträge. In diesem Jahr erwartet die Stadt etwa 10.000. Grund sei das neue Gesetz. Vielerorts eine Herausforderung, so der Deutsche Städtetag. Wir sind in vielen Ausländerbehörden sehr stark angespannt durch die Menschen aus der Ukraine oder auch aus anderen Ländern. Und jetzt kommen die Einbürgerungen im hohen Ausmaß dazu. Denn zukünftig sind Einbürgerungen schon nach 5 statt wie bisher 8 Jahren möglich und Mehrstaatigkeit ist erlaubt. Gleichzeitig können nun Geflüchtete, die 2015 und 16 nach Deutschland gekommen sind, einen Pass beantragen. So stapeln sich auch in Dortmund die Anträge. In erster Linie ist es die Notwendigkeit der personellen Nachsteuerung tatsächlich, damit erstmal eine Abarbeitung und Bearbeitung stattfinden kann und nicht immer Anträge von links nach rechts geschoben werden. Für die Verzögerungen haben Jürgen Carbonell und Alexander Moog wenig Verständnis. Sie hätten sich eine vorausschauendere Planung gewünscht.